Liebe Studierende, herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung Big Data und Databases Teil 3. Bevor wir mit dem Teil 3 weitermachen, noch mal eine kurze Wiederholung der Highlights vom letzten Mal. Wir hatten uns mit Komprimierung beschäftigt und da geht es um Komprimierung, um Bandbreite zu sparen. Also nicht um Speicherplatz zu sparen auf irgendeinem Medium, sondern Bandbreite zu sparen. Und da hatten wir uns diese Formel angeguckt. Also man kann sich ausrechnen, was ist denn die Zeit, um Daten zu transferieren von einer Schicht der Speicherhierarchie X nach Speicherhierarchie-Schicht Y, kommt auf diese Formel. Das ist im Wesentlichen einfach nur die Bandbreite, also die Transfergeschwindigkeit, die man hat zwischen diesen beiden Schichten. Wenn jetzt aber die Kompression, Komprimierungsalgorithmen ins Spiel kommen, dann kommt man hier drauf. Dann hat man drei Komponenten, dann hat man die eigentliche Transferzeit der komprimierten Daten, also dieses NC, was hoffentlich kleiner ist als das ursprüngliche unkomprimierte N, Anzahl der Bytes. Und dann hat man noch den Aufwand zum Komprimieren, die Zeit zum Komprimieren und die Zeit zum Dekomprimieren. Und wir haben gelernt, ein bisschen diskutiert, naja, komprimieren kann ich ja auch vorher, kann ich mir das sparen? Ich halte das schon komprimiert vor auf dem Server zum Beispiel, wenn ich mir ein YouTube-Video runterlade oder irgendeine Datei, die schon vorher komprimiert wurde und die brauche ich nur einmal komprimieren. Bei jedem Download wird dann diese Datei, die einmal komprimiert wurde, runtergeladen. Und es gibt sogar Algorithmen, die damit zurechtkommen, die Daten gar nicht zu dekomprimieren. Also diesen Faktor kann ich mir im Grunde auch sparen. Ja, das ist eine wichtige Technik im Bereich, um Daten zu transferieren, effizient. Dann hatten wir geguckt auf das sogenannte relationale Modell. Das ist so eine der wichtigsten Modellierungstechniken im Bereich Daten. Und da braucht man zunächst erstmal eine Domäne. Domäne ist nichts anderes als ein Wertebereich. Also ich sage irgendwie, was sind die gültigen Werte eines Attributes? Was für ein Wert kann so ein Attribut annehmen? Das kann eine ganze Zahl sein, also ein Integer, Float, String und so weiter. Ich kann aber auch Aufzählung definieren. Also es sind immer Mengen von möglichen Werten. Die können sehr klein sein, so wie hier. Die können auch sehr groß sein, wie im Fall von Integer, Float, String und so weiter. Ich kann das Ding einschränken. Ich kann sagen, nee, ich will nur alle ganzen Zahlen bis 42. Ich kann auch irgendwelche komplexen Datentypen. Lassen wir mal erst hier mal weg, kommt später. Ich habe es nur mal erwähnt. Ja, und damit kann man ein relationales Modell definieren. Das ist nichts anderes, als ich nehme einen Haufen Wertebereiche, diese großen Ds von D1 bis Dn, verbinde die durch ein Kreuzprodukt und sage, jede Relation, also eine Relation ist irgendeine Teilmenge daraus. Kann auch gleich sein, aber typischerweise ist es eine Teilmenge, weil das Ding natürlich hier riesengroß wird. Ein Tupel ist ein einzelnes Element aus so einer Relation. Also eine konkrete Belegung von Attributwerten von A1 bis AN, AN. Und diese einzelnen AIs nennt man die Attribute des Tupels. Da das ziemlich lästig ist, mit solchen Domänen zu hantieren, ohne denen Namen zu geben, führt man dann noch ein Relationsschema ein, das haben wir hier gemacht. Also man sagt, okay, ich habe hier Attribute von 1 bis n, die haben Domänen von 1 bis n. Hier nochmal ein Beispiel, also hier ist das Attribut ID, hat die Domäne Integer, Attribut Name, hat hier die Domäne String und so weiter und so fort. Und so weiß ich direkt, worüber ich rede. Kann ich viel besser referenzieren, als wenn da nur Integer oder String oder sowas stehen würde. Also vor allem, wenn da zweimal Integer steht, ja, welches Integer ist dann gemeint. Wichtig ist, die Ordnung der Attribute spielt keine Rolle in diesem Schema. Die Ordnung der Tupel in der Relation spielt auch keine Rolle, ist nicht informationstragend. Ganz wichtig, das richtig zu verstehen. Sie dürfen nicht suchen nach, ich suche mal das Tupel, das neben einem anderen Tupel liegt. Das funktioniert nicht. Das geht nur, wenn Sie garantieren, dass die Daten sortiert sind. Aber auf dieser Ebene haben wir eine Mengensemantik. Ich habe nichts von Sortieren gesagt. Also wenn Sie irgendwann mal sortierte Daten haben, okay, dann können Sie Daten suchen, die neben, die vor oder danach von einem bestimmten Tupel liegen. Aber hier geht das nicht, weil es ist eine Menge. Menge ist nicht sortiert. Menge hat keine Duplikate. Deswegen macht so eine Aussage wie vor oder nach dem Tupel hier überhaupt keinen Sinn. Das ist wirklich definiert. Dann haben wir uns rangeguckt, okay, schön, wie benutze ich, wenn ich irgendwas suche, das nennen wir eine Anfrage oder eine Query. Und ich habe das so definiert, ich gebe die Relation rein. Das heißt, die ganzen Mengen von Tupeln, die ich habe, die ich durchsuchen will, das ist dann hier so ein Sigma, heißt dieser Operator aus der Datenbankwelt. Und dieses große P ist ein Suchprädikat. Das heißt, ich will alle Tupel, die dieses Prädikat erfüllen. Und das kann ich natürlich machen, indem ich jedes einzelne Tupel überprüfe. Das nennt man Brute Force oder Scan. Das ist natürlich sehr aufwendig, weil ich natürlich, wenn da n Tupel drin sind in dieser Relation R, muss ich jedes einzelne gucken. Das ist keine gute Idee. Besser ist es, einen Index zu machen, einen Index zu erzeugen. Und das heißt, ich organisiere die Daten geschickterweise so, dass ich nur bestimmte
Sachen durchsuchen muss und nicht alles. Und das haben wir uns ein bisschen abstrakt angeguckt, indem wir über horizontale Partitionen eingestiegen sind. Ich habe Ihnen gesagt, okay, wenn Sie so eine Relation haben, die können Sie irgendwie partitionieren, das heißt aufteilen in Untermengen. Nichts anderes haben wir gemacht. Also hier ist eine Menge mit 4 Tupeln. Dieses R, das habe ich jetzt aufgeteilt in R1 und R2. Und das ist eine horizontale Partitionierung. Warum? Weil da nichts verloren geht. Ja, da sind alle Tupel, die in der Ursprungsrelation drin waren, sind jetzt auch hier drin. Ja, nichts verloren gegangen. Irgendwo finden Sie jedes Tupel wieder. Im Gegensatz zu diesem Beispiel hier unten, ja, da ist das rote Tupel verloren gegangen. Ja, das ist keine gültige Partitionierung, weil wir wollen alles behalten. Das Ganze kann man auch disjunkt machen. Das heißt, also hier sehen Sie ja, das hier ist nicht disjunkt, weil hier das 2, a ist in R1 und das 2, a ist auch in R2. Das kommt also zweimal vor, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es nur einmal vorkommt. Das heißt, man hat noch eine zusätzliche Bedingung, dass man sagt, die sind paarweise disjunkt, alle Partitionen, die entstehen. Also egal, welche Paare von horizontalen Partitionen Sie angucken, wenn Sie ein Schnittbild, dann kommt immer die leere Menge raus. Das ist hier nicht der Fall. Wenn Sie R1 und R2 schneiden, kommt 2, a raus. Also die Menge, in der das Tupel 2, a enthalten ist, um genau zu sein. Ja, dann hat man diese Partitionierungsfunktion, die induzieren eine bestimmte Partitionierung. Also wenn Sie so eine Funktion haben, die Ihnen einen Teilungsrest durch 2 gibt, sprich die Information, ob dieses Attribut A gerade oder ungerade ist, dann kommt hier bei einer 2 eine 0 raus, bei einer 7 eine 1, 1, 1 und so weiter und so fort. Hatten wir letztes Mal, ne? Beziehungsweise hier ist eine Partitionierungsfunktion, da wird einfach der Attributwert von B zurückgegeben, T.B. Also wir benutzen oft die Punktnotation, um auf solche Attribute zuzugreifen. Und damit kann ich mir eine horizontale Partitionierung bauen. Wenn ich einfach das Ergebnis hier als Namen, so haben wir es in der Definition gehabt, das ist der Name der horizontalen Partition. Also hier kommt nur 0 und 1 raus. Ja, bei dieser Funktion kann nur 0 oder 1 rauskommen. Und das heißt, ich habe hier 2 horizontale Partitionen, die entstehen. Eine mit den geraden Zahlen, eine mit den ungeraden Zahlen. Beziehungsweise hier alle Tupel, die einen Attributwert von A haben, alle, die einen Attribut von B haben und von C und so weiter und so fort. Das ist alles kein Rocket Science. Und das kann man rekursiv machen. Das heißt, ich sage, okay, ich wende diese Partitionierungsfunktionen nacheinander an. Erst hier habe ich erst die, diese Modulo-Funktion angewandt und dann diese zweite, also P1 habe ich dann angewandt mit dem nach T.B partitionieren. Und habe ich hier solche Partitionen. Also das heißt, okay, das sind die geraden Zahlen, die als Attributwerten B haben und so weiter und so fort. Dann haben wir uns angeguckt, was dann eigentlich, warum das zu der Idee eines Indexes führt. Was ist ein Index? Ein Index ist letztendlich immer nur so eine Menge von horizontalen Partitionierungsfunktionen, die ich ausnutzen kann bei einer Anfrage, um den Suchraum zu reduzieren. Und das haben wir hier gemacht. Wie ein Beispiel gezeigt, okay, R ist ja eigentlich, sind alle 4 Tupel zusammen. Jetzt habe ich aber diese horizontalen Partitionen. Jetzt kommt eine Anfrage rein, die fragt nach allen Tupeln, wo der Attributwert C ist. Naja, das kann ich ja umschreiben. Jetzt diese Anfrage, statt auf R zu suchen, ja, ganz R zu durchsuchen, kann ich jetzt ja sagen, nee, ich reduziere das, wieso kann ich das hier nicht markieren, weiß man nicht, reduziere das auf die Partitionen, die überhaupt nur Tupel enthalten, wo der Attributwert von B gleich C ist. Und das ist ja nur R0,C. Ja? Also R0,A kann keine Tupel haben mit C, R1,B auch nicht. Es geht nur R0,C. Das heißt, ich brauche die Anfrage nur auf dieser Partition ausführen, kann dann durchsuche dann jedes Tupel in dieser Partition R0,C, aber der Aufwand ist viel geringer. Ja, das ist eine Kernidee von dem Index High Level. Wir gehen ein bisschen mehr ins Detail heute, was das alles bedeutet. Genau, damit schalte ich auf den Foliensatz. Wir machen weiter bei Folie 69. Da muss man zunächst jetzt mal unterscheiden, einen logischen oder konzeptuellen Index zwischen einem physischen Index. Ich versuche das hier wirklich klar zu trennen, weil ich sehe, so oft gesehen, dass es zu Verwirrungen führt, was ein Index eigentlich ist und wie er implementiert wird. Also oft werden Implementierungsaspekte vermischt mit der eigentlichen Idee eines Index. Und deswegen mache ich das hier so ein bisschen abstrakter und ich hoffe, das hilft Ihnen später besser zu verstehen, wenn Sie den Index sehen. Aha, das ist konzeptuell, das ist ja das. Physisch hat man das so umgesetzt. Aber es ist enorm wertvoll, wenn man diese beiden Ebenen versucht, sauber zu unterscheiden. Dann gucken wir uns erstmal an. Also was wir bisher gemacht haben, ist im Grunde das, einen konzeptuellen Index. Also irgendwie so ein Konzept,
dass es uns erlaubt, eine geeignete Teilmenge von horizontalen Partitionen zu selektieren. Das ist genau das, was ich hier oben gemacht habe. Ich habe irgendwie eine geeignete Menge hier selektiert. Wie auch immer das geht, in Python, Programmiersprache oder mit welcher Technik auch immer, irgendwie konnte ich diese Teilmengen selektieren. Das ist die konzeptuelle Idee. Und hier ist nochmal genau das, was wir eben auch schon gemacht haben, hingeschrieben als Algorithmus. Ich habe hier diese Partitionierungsfunktion. Und der logische Index macht nichts anderes, als dass er diese Partitionierungsfunktion aufruft, um zu entscheiden, welche horizontalen Partitionen qualifizieren sich. Und dann gucke ich nur die Partitionen an, wo es Ergebnisse geben kann. Nichts anderes haben wir bisher gemacht. Wenn ich jetzt aber das wirklich implementieren will, dann muss ich ja irgendwie Entscheidungen treffen, okay, wie setze ich das um? Also als Beispiel in Python, wie würde ich das machen? Ich kann das in jeder Programmiersprache dieser Welt umsetzen und einen Index implementieren, aber mal ganz konkret, wie würde ich das jetzt in Python machen? Also ich muss mehr Sachen ausspezifizieren, ich muss Entscheidungen treffen, die über das Konzeptuelle hinausgehen. Ja, wenn ich jetzt solche Entscheidungen treffe, dann könnte ich sagen, okay, ich nehme so eine Python-Liste, wo die verschiedenen, also für die verschiedenen horizontalen Partitionen, ja, also ich würde sagen, okay, so, das ist jeweils hier als Liste repräsentiert, diese Menge kann ich machen. Ich kann auch die Python-Mengen benutzen, warum nicht, ja, aber ich kann auch eine Liste benutzen, wie auch immer mich da entscheide. Alles kann ich im Hauptspeicher halten. Ich kann eine For-Loop benutzen, um über diese Tupels zu testen gegen das bestimmte Prädikat und so weiter. Ich kann sagen, alles ist im Hauptspeicher. Ja? Also wenn wir wieder auf das Thema Speicherhierarchie kommen, muss ich letztendlich auch entscheiden, okay, wo sind meine Daten gelagert? Das sind nur 4 Tupel, das ist alles Pillepalle. Aber wenn man es wirklich mit großen Daten zu tun hätte, ja, dann muss man so Entscheidungen treffen, wo liegen die Daten? Ja? Lade ich sie alle in den Hauptspeicher? Ja, nein und so weiter. Also wenn man sich das mal anguckt, logisch haben wir eigentlich das hier gemacht. Also ich habe diese Modulo-Funktion benutzt und hatte ich diesen Wert m. Ich gehe mal zurück. Wo ist denn das? Genau, ich habe es hier geschrieben als Modulo m. Das war vor Modulo 2, also nur die geraden und ungeraden Zahlen. Ja, das kann ich m aber auch verändern. Ich könnte ja sagen, nö, m ist 3. Ja, warum auch immer. Ja, sage ich m gleich 3 und dann kriege ich 3 verschiedene Partitionen. Wenn ich sage m gleich 5, kriege ich hier so 5 verschiedene Partitionen. Also je nachdem, wie ich dieses m setze, wird das in mehr Unterpartitionen aufgeteilt. In Abhängigkeit der Daten. Ne? Also je nachdem, wie diese Attribute a jetzt hier, was sie für Werte annehmen. Und je nachdem, was ich hier für einen Wert für m setze, wird das unterschiedlich aufgeteilt. Also hier sehen Sie zum Beispiel Teilungsrest von 5. Da kommt bei einer 6 kommt eine 1 raus, bei einer 1 auch, bei einer 2 kommt eine 2, bei einer 7 auch. Und das wird nicht weiter aufgeteilt durch diese Zahl. Also hier habe ich auch nur 2 Partitionen, obwohl ich ein größeres m habe. Bei m gleich 3 habe ich hier noch auf 3 Partitionen zumindest aufgeteilt. Und wenn ich jetzt daraus einen Index machen wollte, muss ich eine Entscheidung treffen. Ja, da könnte ich sagen, okay, ich habe hier so ein Array oder eine Liste. Und in dieser Liste ist wieder ein Verweis auf eine Menge oder auf eine Liste, wo in diesen einzelnen Einträgen wieder Listen sind oder Mengen. Ja, ich könnte das hier, muss ich irgendwie repräsentieren, das kann ich nicht markieren, diese konzeptuelle Menge, ja, als Python-Set oder als Python-Liste, muss ich wieder eine Entscheidung treffen. Das heißt, ich werde jetzt physischer. Ich gehe ein bisschen weg vom Konzeptuellen. Ich treffe eine Implementierungsentscheidung. Das ist ein ganz berühmter Index hier. Diese Arten von Indexstrukturen, die heißen Hash-Index, eine der wichtigsten Techniken in der Informatik überhaupt. Also ist nicht so, macht das noch ein bisschen komplizierter, als es hier ist. Da gibt es noch ein paar lustige Tricks, die man spielen kann. Aber so ist eine der wichtigsten Indizierungstechniken in so fast jeder Software, kommt das irgendwo mal vor. Ja, hier ist zum Beispiel eine andere Art von Entscheidung getroffen worden. Hier habe ich gesagt, okay, ich habe wieder so eine Liste und habe hier immer einen Verweis auf das nächste Tupel, was hier zugeordnet ist. Also was ich hier gemacht habe, hier hatte ich noch diese Menge und die repräsentiere ich irgendwie als Liste oder als Menge. Und was ich hier gemacht habe, nee, diese Menge wird jetzt hier anders repräsentiert. Hier sage ich jetzt, okay, ich habe hier immer einen Verweis auf das erste Tupel, dann auf das zweite Tupel und wenn kein Tupel mehr folgt, dann habe ich einen None. Ja? Also im Grunde habe ich immer so einen Eintrag, das ist ein Paar, ein Eintrag, der auf ein Tupel zeigt und dieses Tupel zeigt jetzt auf das nächste Tupel,
beziehungsweise wenn es kein nächstes Tupel gibt, dann wird auf None, also null, nicht vorhanden gezeigt. Das ist eine typische Art, wie man lernt, diese Hash-Tabellen zu implementieren. Falls Sie das schon mal gesehen haben, das wäre eine sogenannte Chained List oder eine Hash-Tabelle mit Chaining. So kann man das implementieren. Aber nochmal, ja, das hier ist eine schon sehr physische Entscheidung, dass ich sage, ich habe hier so eine Struktur, mit der ich das implementiere. Konzeptuell sind wir immer noch hier. Wir sind immer noch hier. Wir haben einfach eine Partitionierungsfunktion, die teilt das in Teilmengen auf, anhand eines M's, was gesetzt wurde. Ja, und wie ich dann diese Mengen repräsentiere als Listen, eine Menge ist Schnurz. Ja, das ist eine physische Entscheidung. Das möchte ich Ihnen einfach beibringen, dass Sie das verstehen. Genau, hier mal ein Baumindex. Baumartige Indexstrukturen sind auch ganz wichtig. Gibt es unfassbar viele. Also werden auch jedes Jahr immer noch ganz viele erfunden. Ja, das sind meistens Varianten von existierenden Indexen. Also die Grundidee ist ganz einfach. Ich habe meine Daten irgendwie als Baum strukturiert. Hier als Beispiel. Das hier oben, das heißt der Wurzelknoten. Diese Zahl hier ist einfach eine ID, die ich dem Knoten gegeben habe. Also das ist der Knoten 3, Knoten 9, Knoten 4, was auch immer diese IDs sind, spielt überhaupt keine Rolle, ja, habe ich mir einfach ausgedacht, sollten nur paarweise verschieden sein. Und wenn ich jetzt was suche, dann gelten sogenannte Invarianten. Das heißt, ich erkläre erstmal nochmal später, wie diese Struktur aussieht, glaube ich, bevor wir dahin kommen. Also wir haben einen Wurzelknoten, wir haben diese Internal Nodes oder internen Knoten und dann haben wir hier diese Blattknoten, also es gibt immer interne Knoten und Blattknoten. Interne Knoten haben irgendwie immer noch Pointer auf irgendwas. Ja, Pointer nicht im Sinne einer Programmiersprache, sondern im Sinne von Verweisen. Also gibt es einen Pfeil, der zeigt auf einen Tupel. Ja, noch einen Pfeil, der zeigt auf einen Tupel. Das hier sind die internen Knoten, diese beiden, zwei interne Knoten. Und dann haben wir noch die Blattknoten. Das nennt man einen Baumindex, weil der sich baumartig aufspaltet. Ja, fängt irgendwo an bei der Wurzel, dann gibt es hier zwei Verweise nach unten. Ja, der hat wieder zwei Verweise nach unten, also es geht zwei hoch. Anzahl der Ebenen, ja, also exponentiell geht das hoch. Man kann auch mehr als zwei Verweise machen. Wir fangen mal mit zwei Verweisen an pro Knoten. Und die Idee beim Suchen ist dann hier in diesem Pseudocode gezeigt. Also stellen Sie sich vor, Sie suchen nach einem Tupel mit dem Wert C in dem Attribut A. Also dieser Index wurde jetzt gebaut über dem Attribut A. Und wenn Sie jetzt nach einem Attribut suchen, dann gucken Sie, dann fangen Sie an einem Wurzelknoten. Ja, Sie gucken also hier, stellen wir uns mal vor, wir suchen nach dem Wert, weiß nicht, nach der, dem, keine Ahnung, 2, ja, zum Beispiel alle Tupel, die den Wert 2 haben, dann wird als erstes hier im Wurzelknoten verglichen, diese 2, ist die kleiner oder größer gleich als mein Pivot? Also ich muss irgendwo festlegen, wo größer gleich Pivot ist. Ich habe das hier so gemacht, dass ich sage, ist 2 größer gleich n.pivot. Das ist nicht der Fall. Das ist falsch, weil 2 ist echt kleiner. Das heißt, alles, was echt kleiner ist als dieses Pivot-Element, geht hier nach links. Alles, was größer gleich ist, geht nach rechts. Das sehen Sie, also, das sehen Sie auch, wenn Sie jetzt... wir machen das mal die Suche. Nein, mach ich, alles. Ich will mal alles auch einmal erklären. Sorry, ich versuche mich mal zu bremsen. Ich trinke mal ein Stück Wasser, dann kannst du ein bisschen nachdenken. Also wir machen jetzt eine Suche und laufen in diesen Wurzelknoten rein und da steht 2 größer gleich 5. Wohl eher nicht. 2 ist nicht größer gleich 5. Das heißt, wir gucken jetzt in dem linken Baum. Und das hier ist eine wieder eine Rekursion. Das heißt, ich rufe jetzt die Suchmethode auf. Also ich habe, wenn ich anfange, rufe ich diese Methode auf dem Wurzelknoten. Das habe ich hier als Parameter realisiert. Ja, das ist der Knoten, den ich zuerst inspiziere. Dann mache ich diese Fallunterscheidung. Und dann, je nachdem, wie dieser Wert von C ist, laufe ich jetzt links runter oder rechts runter. Ich muss jetzt nach links laufen. Das heißt, es gibt hier den Aufruf Point Query. C, n.left. n.left ist dieser Knoten. Ja? Das heißt, hier mache ich jetzt einen Aufruf von Point Query und mache den gleichen Vergleich. Ja? Das heißt, ich rekursiv laufe ich jetzt wieder in die Funktion rein und mache wieder den Vergleich. Ist denn 2 größer gleich n.pivot? Ja, größer gleich, ja. Deswegen gehe ich nach rechts. Point Query, C, n.right. Das heißt, ich mache einen Aufruf auf diesem Tupel gehe wieder rekursiv da rein. Ja, ich habe ja vergessen, hier überprüfe ich noch, ob das ein interner Knoten ist. Ja, ich mache eine Unterscheidung, ob es ein interner Knoten ist
oder ein Blattknoten. Und wenn ich jetzt hier einen Aufruf mache, dann ist das ja ein Blattknoten, dann laufe ich hier rein und überprüfe, ob jetzt der Wert, der hier drin steht, gleich dem Wert ist, den ich suche. Wenn das der Fall ist, gebe ich das zurück. Also in diesem Fall würde ich jetzt dieses eine Tupel zurückgeben. Wenn das Tupel nicht existieren würde, würde ich hier gar nichts zurückgeben. Das ist dieser Fall. Also das ist jetzt mal als Pseudocode, wenn Sie schon mal Objektorientierung gemacht haben, werden Sie sehen, das kann man alles noch eleganter lösen. Aber rein algorithmisch, was hier passiert, ist die Idee. Also einfach den Baum runterrennen, immer gucken, muss ich nach links, muss ich nach rechts und so weiter und so fort. Und das hat auch die Eigenschaft, dass es sogenannte Invarianten gibt. Also dieser erste Wurzelknoten, der partitioniert alle Daten schon in zwei Bereiche. Alles, was links ist, ist strikt kleiner als 5. Also wenn ich nach links gehe und diesen Teilbaum angucke, dieses ganze Ding hier mit diesem internen Knoten, mit der 9 und dem Zeug, was drunter hängt, das muss echt kleiner 5 sein. Das ist eine Invariante, die hier gilt. Alles, was rechts davon ist, ja, dieser Teilbaum, das muss größer gleich 5 sein. Also mit jedem Schritt halbiere ich hier den Suchraum. Mit jedem Schritt, den ich mache, wird nur noch die Hälfte der Daten betrachtet. Ja. Wenn ich hier runterrenne, habe ich nur noch diese, die betrachtet werden. Wenn ich jetzt hier runterrenne, gilt wieder die Variante, alles was rechts ist, ist größer gleich 2, ja, habe ich wieder halbiert. Und da wir nur 4 Tupel haben, habe ich in 2 Schritten, bin ich runter auf nur noch einem Tupel. Das heißt, wir haben hier so einen logarithmischen Sucheffekt. Ja, deswegen ist diese Suche über perfekt balancierten Bäumen auch logarithmisch schnell. Das ist eine ganz wichtige Technik. Werden Sie auch noch mehrfach angucken, gerade in Algorithmen und Datenstrukturen, kommen Sie nochmal drauf. Datenbanken auch so ein bisschen, das sieht ein bisschen anders aus. Genau, hier nochmal, was ich Ihnen gerade versucht habe zu erklären. Und ich schalte da mal, glaube ich, auf mein iPad um, noch ein bisschen da rumzumalen, weil das so wichtig ist. Nee, ich will jetzt nicht präsentieren. Warte mal, ich schalte ich noch um jetzt auf das iPad irgendwie. Ich glaube, so. Genau, also hier nochmal, was wir oben gesehen haben, diesen logischen Index hier, also erstmal nur konzeptuell. Ich habe keine Aussage darüber getroffen, wie überhaupt diese Knoten repräsentiert werden, mit welchen Strukturen das ich mache. Ich habe nur gesagt, konzeptuell ist es so, es gibt Knoten, da gibt es Verweise nach links und nach rechts. Ich renne das Ding runter, fertig. Das kann ich jetzt, wenn ich es implementieren will, muss ich Entscheidungen treffen. Ich muss es wieder etwas physischer machen und ich könnte es als eine von vielen Möglichkeiten, zum Beispiel im relationalen Modell repräsentieren. Das habe ich hier gemacht. Das ist ein Baum, also ein flach geklopfter Baum. Hier habe ich einfach 4 Attribute mir gewählt. Das erste ist die ID, also das Ding, was hier oben dran steht. Hier diese 3, ja, die steht jetzt hier, diese 3, die gleiche 3 und so weiter und so fort. Dann habe ich jeweils das Pivot-Element hier eingetragen. Also das ist das Ding, was eigentlich hier im Baum drin steht. Ne? Hier steht die 5, die 7 und die 2, logischerweise. Dann habe ich hier links eingetragen, entweder die ID des nächsten Knotens oder das Tupel selber. Also hier steht die ID des nächsten Knotens, das ist links die 9 logischerweise, hier, das ist die 9. Ja. Dann muss mein ganzes Zeug hier weg. Beziehungsweise hier nach rechts ist die 4, das ist da, deswegen muss da die 4 stehen. Okay. Und so kann ich den ganzen Baum ausrollen. Für diese internen Knoten, also wenn wir uns zum Beispiel jetzt die 4 angucken, hier die 4, da steht links natürlich das Tupel, ne? Das Tupel, was hier auch steht. Beziehungsweise rechts steht das rote Tupel. Und hier steht die 7, die hier auch ist. Ne? Also das ist der ganze Trick. So habe ich das ausgerollt in eine Relation, ins relationale Modell. Und das wäre schon eine physischere Repräsentation, weil ich die Baumstruktur nicht mehr sehe, sondern ich habe das irgendwie so flach geklopft in so einer Relation. Wenn ich mir jetzt überlege, wie ich das in der Programmiersprache repräsentiere, dann könnte ich die Entscheidung treffen, dass ich jede dieser Spalten als Art Liste repräsentiere. Ja, also wie repräsentiere ich eine Tabelle in der Maschine? Und ich sage, nee, ich schneide das hier durch. So, ich schneide hier durch, da durch und da durch mit einer Schere, meinetwegen. Und dann komme ich bei dem hier raus, hier unten links, Grafik C. Ja, also im Grunde habe ich eine Liste, wenn Sie so wollen, für diese ganzen Einträge für ID, eine Liste der Länge 3. Das wäre eine Liste, das wäre die Liste 1, Liste 2, Liste 3,
Liste 4. Ja, und da sind die ganzen Einträge drin. Das wäre schon wieder eine deutlich physischere Repräsentation. Beziehungsweise, wenn ich mir angucke, okay, wie würde ich das binär repräsentieren? Ich kann ja irgendwie, statt das jetzt als in Python irgendwie eine Liste zu machen, die, also, wo dann einfach steht 3,4,9, das wäre diese Liste 1. Ja. So, Klammer rum, damit es ganz hübsch ist. Könnte ich auch sagen, dieses ganze Zeug, das kann ich mir auch binär repräsentieren und das mache ich hier. Ja, hier habe ich, das ist die Liste 1. Warum? Ja, Sie müssen so lesen bis hier, das ist die 3. Dann kommt die 4 und das ist die 9. Also ich habe immer 4 Bits repräsentieren eine Zahl. Das kann ich hier machen, weil ich weiß, die Zahlen haben nur bestimmte maximale Werte, nehmen die ja ein. Deshalb habt ihr einfach binär inkodiert. Ja? Also hier ist das, das ist ja 2 hoch 0 plus 2 hoch 1, das ist praktisch die 3 hier repräsentiert. Das ist hier einfach 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2. Das ist die 4 und 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3. 2 hoch 3 ist 8 plus 1 ist 9 und so weiter und so fort. Ja? So habe ich das ganze Zeug hier inkodiert. Ich habe es auch farblich noch markiert, die Tools sind auch inkodiert. Das ist eine noch physischere Darstellung als das hier auf der linken Seite. Ja? Und so kann ich immer schrittweise. Es gibt meine Messages, es gibt ja verschiedene Ebenen. Es gibt nicht nur eine rein logische Darstellung und eine physische, es gibt diese ganzen Zwischenschichten. Und da muss man ein bisschen aufpassen beim Modellieren. Wenn wir nochmal auf die Folie zurückgehen, da sehen Sie hier, das Ganze ist so ein Kontinuum. Das habe ich hier nochmal abgetragen. Also wir fangen an bei was sehr Konzeptuellen, dann bilden wir das ab auf irgendwas. Wie gesagt, das ist nur eine mögliche Option, man kann andere nehmen. Die habe ich auf eine Relation abgebildet, die kann ich jetzt so in Spalten schneiden. Die Spalten kann ich irgendwie binär repräsentieren und so weiter und so fort. Wichtig ist in der Informatik und Data Science, KI, wir bewegen uns ganz viel hier auf dem linken Bereich. Also wir versuchen, wo es geht, konzeptuell zu arbeiten, Sachen konzeptuell zu durchdringen. Auch wenn es um Indizierung geht, erstmal konzeptuellen Index zu bauen. Und das andere ist nachgeordnet. Das ist auch wichtig, das physisch, das zu entscheiden, wie das geht. Aber es ist meist extrem irreführend, auf dieser Ebene Probleme zu lösen. Insbesondere, wenn man das links nicht richtig gemacht hat. Ja? Also das ist, oft wird der Fehler gemacht, man springt zu schnell in so eine physische Diskussion. Als Beispiel, ein gutes Beispiel ist die Programmiersprache C. Ich habe früher, als ich studiert habe, ewig her, habe ich C gelernt. Ja, C++, weiß nicht, ob das einer von Ihnen kann, das ist so eine Sprache, die halt die Aufzeichnung am unteren Rand, da sagt ihr, das ist links, irgendwer beschwert sich gerade, welche Aufzeichnung ist denn nicht sichtbar? Hä? Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch, was ist nicht sichtbar? Ist doch alles sichtbar, also nach meiner Meinung ist alles perfekt sichtbar. Verstehe ich gerade nicht. Da kommt eine Frage. Immer so eine Frage. Das Ziel dabei ist, dass links und rechts jeweils entweder ein weiterer Not oder genau ein Leaf, also ein Wert steht, oder nicht mehrere Leaf-Notes auf einmal. Genau, ja, das ist das, wenn ich mal zurückgehe. Nicht mehrere Leaf-Notes auf einmal, genau. Links steht immer genau ein Knoten, wenn das die Frage ist, und rechts auch. Das war nur bei der Übertragung und des iPads. Moment, das gucke ich kurz mal. Aber das ist ein bisschen abgeschnitten. Aber ja, Tatsache. Ja, sorry, sehe ich auch gerade. Ist ein bisschen abgeschnitten. Das nächste Mal das iPad mache dann. Ne? Also hier unten steht nur die Liste. Habe ich nur die Liste hingeschrieben von Python. Warte mal. So, ne? 3, 4, 9, das war einfach nur die Liste. Mehr stand da nicht. Achte ich nächstes Mal drauf. Alles klar, danke für den Hinweis. So, wieder zurück zur Vorlesung. Genau, also hier steht nur ein Blattknoten. Ja, das heißt, wenn sich hier noch mehr als zwei Tupel haben, die sich qualifizieren, müssen sie einen weiteren internen Knoten einfügen, um die auseinanderzureißen, um die zu separieren durch so einen internen Knoten. Das ist die Idee hier. Genau. So, wo waren wir denn jetzt? Hier waren wir, genau. Also wichtig ist, versuchen Sie immer Probleme auf dieser konzeptuellen Ebene zu lösen, egal was Sie machen, nicht nur im Datenbankbereich, das gilt überall. Gehen Sie nicht zu früh ins Physische. Und ich glaube, ich habe angefangen zu erzählen über C und C++. Das ist so eine Programmiersprache, die verschiedene Ebenen von logischem und physischem Modellieren vermischt und deswegen meiner Meinung nach hochgradig ungeeignet ist für jede Art von Informatikstudium, außer Sie, wenn Sie es dann irgendwann unterscheiden können, ist gut. Aber wenn man damit anfängt, ist es sehr ungeeignet, weil dieses Physische und Logische und diese verschiedenen Ebenen komplett vermischt werden. Und das ist ungünstig, wenn man wirklich lernen will, wie man modelliert, wie man konzeptuell Probleme löst. Also nochmal als Zusammenfassung.
die Takeaway-Message. Sie werden das immer wieder sehen. Es gibt logisch und physisch in der Informatik. Und das ist oft ziemlich verwirrend, weil das eigentlich relative Begriffe sind. Also wenn jemand sagt physisch, dann ist es noch physischer. Warum? Also selbst wenn Sie hier jetzt gucken, ja, das ist so ein Index, logisch, ich gehe die ganzen Ebenen runter bis zu einer Bit-Repräsentation, wäre ja eine Frage, geht es hier noch weiter? Was wäre denn noch weiter rechts? Denken Sie mal selber drüber nach. Könnte hier weiter rechts noch was kommen oder ist dann hier Ende, wenn ich mir solche Bit-Repräsentationen angucke? Kommt da noch was weiter rechts oder nicht? Schreiben Sie mal in Discord. Verarbeitung im Prozessor, ja ganz genau, also die ganzen Hardware-Schichten, die da drunter noch kommen. Wie sind denn die Nullen und Einsen repräsentiert in der Maschine? Irgendwie magnetisiert, unmagnetisiert, Ladung, nicht geladen, keine Ahnung, was auch immer da passiert. Also bis runter zu so richtig Physik. Da kommen noch mehrere Ebenen hier drunter, die noch viel, viel physischer sind, als das, was wir angeguckt haben. Ja, sehr gut, die tatsächlichen Ladungen am Speichermedium, Transistoren, Elektronen und so weiter und so fort, ganz genau. Ja. Also es ist ein Haufen Abstraktionsebenen. Also allein Informatiker wegabstrahieren als das irgendwie Hardware. Ja, das ist so eine Schicht, ja. Aber da sind auch nochmal, weiß ich nicht, 10 Schichten drin. Irre, die wir alle so wegabstrahieren, was auch manchmal zu Performance-Problemen führt. Ja. Und wenn wir das mal nur als eine Schicht sehen, die Hardware, wir bauen dann ganz viele Schichten oben drauf. Ja. Sie sehen immer wieder, das ist so ein Kontinuum, ja, von logisch nach bis zur Hardware und dann machen wir einen Cut und sagen, ja, das interessiert uns nicht mehr. Ja, so ist es. Gut, genau, das will ich damit sagen, das sind eigentlich relative Begriffe. Also putzen müssen los. So, also das sind relative Begriffe, das heißt, wenn jemand physisch sagt, sagt er eigentlich nur, das ist noch physischer als das, was ich gerade hatte. Und wenn er sagt, es ist logisch, dann sagt er eigentlich, das ist logischer, das ist konzeptueller als das, was ich gerade hatte. Das ist eine ähnliche Verwirrung, wie wir sie, wenn Sie an die Einführungsfolie denken, mit diesem Buzzword Big Data. Ja, was durch die Vorlesung heißt auch so. Was ist denn Big Data? Big Data ist genau das gleiche Problem, das ist ein relativer Term. Weil man fragen muss, ja größer als was? Ja, also wird gesagt, große Daten, aber es wird nicht gesagt, was ist denn der Referenzpunkt? Was meinst du denn mit großen Daten? Ist es ein Megabyte, ein Terabyte, ein Petabyte für dich? Weil der Referenzpunkt wird weggelassen. Das ist genau die gleiche Verwirrung hier mit logisch und physisch. Ja? Also ich habe sie nochmal ausgerollt. Physisch meint physischer als irgendwas anderes, als dieses Y, was ich gerade gesagt habe. Und bei logisch ist es genauso logischer als das, was ich gerade als physischen gehabt habe. Das ist ein relativer Begriff, dann wird das viel klarer. Ja, dann machen wir mal ein bisschen hier Notebook. Das ist jetzt noch in der Zeit, genau, passt. Alles gut. So, wieso habe ich das nicht hier informatiert? Genau. Jetzt nochmal zurechtruckeln, dass das hier nicht abgeschnitten wird. Also was haben wir heute für Notebook? Hier bauen wir mal einen Index auf dem Dateisystem. Und was ich hier mache ist, genau, Kern habe ich schon restartet. Das ist eine Datenbank von geografischen Namen. Also das löst dieses Problem, was wir hatten. Ich will ja nach einem, wenn Sie hier in Google Maps sind, dann wollen Sie da gucken nach Saarbrücken und Sie wollen ja wissen, okay, was sind das für Länge und Breite, ja, um das auf der Karte irgendwie anzeigen zu können. Damit Google dann weiß, okay, ich muss diese Tiles, diese Kartenelemente, muss ich irgendwie laden, damit das funktioniert. Und da gibt es Datenbanken, die kann man sich runterladen. Hier oben ist nochmal die URL hingemalt. Boom, wenn ich mir das angucke, also erstmal einen Wordcount mache, da sind irgendwie 197.000 Einträge drin. Und da gucken wir uns mal so die ersten drei an, wie die Dinge aussehen. Also hier ist eine ID, dann ist der Name dieses Ortes, dieses geografischen Punktes. Dann gibt es hier noch alternative Namen davon, Länge, Breite und dann kommt noch irgendein Zeugs, was wir nicht brauchen. Ich habe hier mal das Schema
oder die wichtigsten Attribute des Schemas ausgerollt, also die ID, Name, ASCII-Name. Achso, das ist UTF-8, das ASCII sind verschiedene Enkodierungen. Dann kommen erst alternative Namen. Das sieht man dann später, da gibt es dann Städte, das sind der chinesische Name und der englische Name, Munich und München und sowas steht da alles drin. Kann man alles zum Suchen verwenden. Genau, und da arbeiten wir jetzt mal ein bisschen mit. Was ich hier mache ist, ich lade mal so eine einzelne Zeile und aus dem, also die ersten fünf habe ich hier mal geladen. Ne? Also was ich hier mache ist, ich öffne eine Datei, öffne diese Datei zum Lesen, deswegen dieses R. Ich habe mir so einen Zähler, den ich mir erhalte und mache jetzt eine For Loop, also für jede, für jeden Eintrag, für jede Zeile. Teile ich jetzt die Daten auf anhand eines, das ist wieder dieses, was wir mit den Comma Separated Values hatten. Ja? Hier sind Einträge drin, kann man mal oben gucken. Die sind durch einen Tabulator getrennt. Ja? Das heißt, hier habe ich jeweils einen langen String. Das ist eine lange Zeichenkette. Das hilft mir aber nichts. Ich will es aufteilen in einzelne Attribute. Das heißt, ich will aus dieser langen Zeichenkette eine Liste von Zeichenketten machen, jeweils getrennt nach einem Tabulator. Ja, immer wenn ein Tabulator kommt, dann soll ein neuer String angefangen werden. Und das mache ich mit dieser Split-Funktion. Die rufe ich direkt auf den String auf in Python, sage hier, okay, entlang dieses Tabulators teilen und alles wird gut. Dann kriege ich hier, kann ich jetzt, ich kann es ja mal zeigen, warte mal, was weiß ich, Row Split, Rows, Row, können wir mal ein Print Row machen, dann sehen Sie es. Print Row, zack, bumm. Ja, hier sehen Sie es, da kommen diese Listen raus, ja. Aufgeteilt entlang des Tabulators. So, und was ich jetzt mal rausgegeben habe, ist praktisch nur die ID, diese Geo-ID, die wir oben hatten, abgebildet auf Längen- und Breitegrad. Das sind die Attribute 4 und 5. Wenn wir oben nochmal gucken. Breite und Länge, so rum ist es. Ja? Latitude, Breite, genau. Und Longitude, Länge. Das habe ich jetzt einfach mal rausgefriemelt und mir hier extrahiert und auf die Ausgabe geschrieben. Wenn der Count größer 5 ist, also wenn ich 5 Zeilen angeguckt habe, breche ich hier einfach ab. Ja, also was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe mir so ein paar Funktionen geschrieben, die mir bestimmte Sachen extrahieren. Das heißt, anhand einer Zeile, die reinkommt, also das ist praktisch die die Zeile, der gesamte String, der reinkommt, das ist der Delimiter, das ist ja dieses Tab. Rufe ich wieder diese Split-Funktion und sage jetzt hier, ich will nur den String anstelle 2 haben. Genau, und gebe dann den entsprechend zurück. Also das sind eigentlich nur Helferfunktionen, die mir bestimmte Attribute hier helfen zu extrahieren aus den Daten. Ich glaube, da passiert gar nichts, wenn ich das ausführe. Was habe ich hier gemacht? Auch nichts. Guck mal, was heißt. Und was wir jetzt machen mit dieser Funktion, das ist eine horizontale Partitionierung. Ja, ich partitioniere jetzt anhand eines bestimmten Attributes diese Daten in horizontale Partitionen. Also genau das, was wir eben auf der Folie gemacht haben, mache ich jetzt programmatisch in Python. Und was wir auch machen hier, ist, wir behalten die Daten im Textformat. Also das haben wir oben schon gesehen, wir können hier direkt diese Daten inspizieren. Das ist eine Textdatei, da kann ich reingucken und ich ändere das nicht. Normalerweise würde man aus Effizienzgründen in ein Binärformat wechseln, was schneller zu lesen ist, was ich nicht analysieren, Informatiker sagt, parsen muss. Das wäre viel schneller, aber jetzt mal aus didaktischen Gründen bleiben wir hier in einem Textformat. Was ist denn los hier? Genau, und partitionieren das Ganze jetzt einmal durch. Das heißt, ich habe jetzt hier zum einen die Eingabedatei. Ich gebe hier jetzt an, anhand welches Schlüssels ich partitionieren will. Das ist eine dieser Funktionen oben. Dann öffne ich hier diese Datei, also diese Geonames, ja, Zeile für Zeile. Iteriere über diese Zeilen rüber, hole mir hier den Schlüssel
den ich zum Partitionieren benutze und dann die anderen Attribute, den Wert, das ist ein sogenanntes Schlüssel-Wert-Paar oder Key-Value-Paar, was ich abspeichern will, mache das für jede Zeile, die ich finde und berechne hier die Partition, wo die, also das ist praktisch die Partitionierungsfunktion, die wir auf den Folien gesehen haben, hier ist unsere Partitioning-Function, anhand des Keys, ja, also anhand dessen, was ich vorfinde in diesem Tupel, muss ich jetzt entscheiden, in welche Partition das bekommt. Ja, das ist der Name der Partition, den ich dann bekomme. Und wenn ich berechnet habe, was diese Partition ist, dann gucke ich hier auf dem Dateisystem nach, ob ich dafür schon eine Datei habe. Ja, das heißt, ich schreibe die einzelnen Tupel, also die einzelnen Partitionen werden in Dateien geschrieben, der Einfachheit halber. Das mache ich hier. Ich schaue, gibt es die Partition schon in meinen Ausgabedateien? Falls nicht, dann erzeuge das mal. Ich mache das hier als ein Verzeichnis, also mehr passiert ja nicht. Ich würde einfach, Sie sehen das gleich im Ergebnis, was dann passiert. Also das ist alles programmatisch. Eingabe lesen, gucken, was ist denn die Partition, die horizontale Partition, die ich anhand der Partitionierungsfunktion berechne und dann das entsprechende Tupel, also dieses Key-Wertpaar, wo steht denn das eigentlich, wo wird das geschrieben? Hier. Das ist das, was ich schreibe. Ja, das schreibe ich in die Ausgabedatei. Das ist die Ausgabepartition, die berechnet wird. Also anhand der Partition, die ich berechnet habe, dann dieses Tupel, was ich aus der Eingabe lese, in die Ausgabepartition reinschreiben. Ja, dann mache ich das Ganze zu und so weiter und so fort. Wir probieren mal, was da passiert. Habe ich das schon rekursiv gemacht? Weiß nicht. Genau. Gucken wir mal, was hier passiert. Indem wir am besten mal auf das Dateisystem schauen. Warte mal, wo habe ich es denn hingeschrieben? Ich habe im Output-File myindex. Genau, so sieht das jetzt aus auf Festplatte. Also hier sind jetzt sieben Dateien drin, die so benannt sind. Und wenn ich so ein Ding aufmache, dauert das einen Moment, weil das eine relativ große noch große Datei ist, naja, 3,9 Megabyte ist auch nicht so viel. Ja, aber Sie sehen jetzt, was dieser Index gemacht hat. Der hat anhand des ersten Zeichens dieser ID, des Geo-Eintrags, hat er das in eine bestimmte Datei geschrieben. Ja? Also alle IDs, die mit 2 anfangen, die sind in dem 2.csv drin, alle, die mit 8 anfangen, sind in diesem 8.csv drin. Ich hoffe, das geht jetzt auch irgendwann auf. Warten noch kurz. Mein Gott, braucht der lang zum Laden. Habe ich doppelt geklickt? 61 Kilobyte? Nee, hallo? Das muss doch. Genau. Ah, so. Hier, das sind alle, die mit 8 anfangen. Ja, so habe ich dann praktisch die Dateien einmal durchpartitioniert. Genau, also wir haben einen einzelnen Partitionierungsschritt gemacht, ja, ohne die Rekursion. Und das kann man hier jetzt machen, natürlich auch, wenn man das rekursiv partitioniert. Das heißt, ja, ich partitioniere einmal durch, das, was ich gerade gemacht habe, in diese Dateien. Und dann nehme ich diese Dateien natürlich wieder als Eingabe für den nächsten rekursiven Partitionierungsschritt. Und das machen wir mal, wie das aussieht. Und dann sieht man hier schon, wie die Größen sind der einzelnen Dateien. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich hier ein Größenlimit gesetzt. Also ich habe, ich muss jetzt irgendwie die, einen Cut-Off definieren. Also wie weit soll er die runterpartitionieren? Ja, wenn ich das jetzt nicht beschränke und sage, okay, nimm immer die Ausgabe und partitioniere sie nochmal durch, dann partitioniert er ja so lange, bis in jeder Datei nur noch ein Tupel drin ist. Das kann auch Sinn machen. Aber hier habe ich gesagt, wenn die Datei 100 Kilobyte groß ist oder größer, dann partitioniere weiter. Wenn nicht, dann lass sie so bestehen. Und das Ergebnis sieht dann so aus. Wir haben jetzt hier eine Mischung aus Verzeichnissen und einzelnen Dateien. Und hier sollte jetzt gelten, wenn ich das mal mache, genau. Also das sind alles Dateien, die sind kleiner als 100 Kilobyte. Das heißt, hier wurde nicht weiter rekursiv durchpartitioniert. Und hier hat er jetzt zum Beispiel rekursiv durchpartitioniert. Aha, er hatte noch eine Datei gemacht, 912 Byte und so weiter. Und die Leseweise ist jetzt natürlich anhand dieses Präfixes. Also in dieser Datei 3.csv, da stehen nicht die drin, die mit 3 anfangen, sondern die, die mit 6.3 anfangen, wenn ich das aufmache. Hier sehen Sie es, 6.3. Ja, ich muss das praktisch jetzt den Pfad immer runterlesen. Wenn ich jetzt die 5 angucke, dann ist das die 6, 5, was weiß ich, 2. Ja, alle, die so anfangen, 6, 5, 2. Genau, das sind die, die in dieser Datei
gelandet sind. Das ist jetzt ein einfacher Index. Das kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie mit Dateisystemen umgehen. Also erzeugen Sie sowas natürlich manuell und wühlen sich da durch. Das habe ich jetzt einfach hier gemacht durch dieses einfache Python-Programm. Ja, wenn man aus Effizienzgründen würde man das noch ganz anders machen, eine Datenbank kann man noch viel schneller werden, aber das ist jetzt wieder das Faulheitsprinzip. Ich habe gesagt, okay, so what, ich nutze einfach alles da, was mir das Dateisystem gibt, also das Lesen und Schreiben von Daten, da muss ich mich nicht um die Speicherhierarchie kümmern, das macht alles das Betriebssystem für mich und alles wird gut. Genau, wenn ich das jetzt so partitioniert habe, da sieht man hier nochmal die einzelnen Dateien und was da passiert ist, dann kann ich mir das auch als Baum mal ausgeben lassen. Nehme ich hier nochmal Shift-Return. Also das ist jetzt der Baum, den wir dadurch erzeugt haben. Nochmal, also die Bäume waren immer so horizontal gemalt. Jetzt haben wir das natürlich einmal gedreht aus Platzgründen. Und dann sehen Sie, da gibt es hier praktisch diesen Wurzelknoten. Und darunter gibt es jetzt, nehmen wir dieses .ds-Store, ist irgendwas von Mac. Das können Sie mal ignorieren. Aber da gibt es jetzt die verschiedenen Knotenarten, also hier ist ein Knoten, der jetzt verschiedene Tupel schon enthält. Und hier ist nochmal ein Unterverzeichnis, was es weiter auffächert und so weiter und so fort. Also das ist praktisch der Partitionierungsbaum, der hier entstanden ist mit dieser Strategie. Und natürlich kann ich das jetzt ausnutzen zum Suchen. Das macht diese Funktion. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach einem bestimmten Wert suche, zum Beispiel nach diesem Schlüssel, dann kann ich ja einfach, so wie Sie es manuell auch machen, diese Hierarchie runterrennen. Nichts anderes macht diese Funktion. Die rennt da runter. Wir gucken uns mal an, wie sie da runter rennt. Genau. Ja, also die fängt an bei myIndex, ja, die Wurzel, da wo der Index liegt. Dann okay, dann geht sie in Verzeichnis 1 rein. Dann geht sie noch in das Unterverzeichnis 1197, das ist das, was wir suchen. Und da findet sie dann eine Datei 4. Können wir auch mal selber gucken, ob das also stimmt. Also wir sind jetzt 1197. Schon wieder das putzen. Was denn da los hat? Ja, 1197. Und dann was? Die 4 oder was? Ne? Genau, und da muss jetzt so ein Eintrag stehen. 1197 4229. Da, das ist das Ding, was er gefunden hat. Ne? Genau. Ja, das ist eine einfache Art, einen Index auf einem Dateisystem zu bauen. Gut, an der Stelle machen wir 10 Minuten Pause. 12 nach 11 geht's hier weiter. Bis gleich.
Okay, machen wir weiter. Also wir haben jetzt auf dem Dateisystem mal durchpartitioniert. Und jetzt gucken wir wieder auf unsere Folien. Wenn man jetzt so einen Index baut, kann man sich überlegen, wie stelle ich eigentlich fest, ob mein Index gut ist oder schlecht ist. Da gibt es jetzt verschiedene, sag ich mal, Bewertungskriterien, die man damit nutzen kann. Also wir haben jetzt, natürlich würde man das Naheliegendste ist zum Beispiel zu sagen, okay, die Laufzeit, ja, ich habe wie eine Stoppuhr, die ich nehme, ich drücke auf Start, also wie beim Olympischen Spielen, dann lasse ich diesen Index mal laufen und also entweder kann ich natürlich jetzt stoppen, wie lange es dauert, diesen Index zu bauen, das was wir gerade gemacht haben auf dem Dateisystem, ich kann natürlich auch evaluieren, wie lange es dauert, irgendwas zu suchen mit Hilfe dieses Indexes, also ich kann die Laufzeit einfach stoppen. Oder ich kann auch sowas machen in der CPU. Ich kann gucken, wie viel Clock-Ticks, also wie viel CPU-Zyklen, CPU-Takte ich verbraucht habe. Ich kann mir überlegen, wie viel Daten ich hin und her geschoben habe auf den verschiedenen Schichten der Speicherhierarchie. Das ist für uns ein ganz wichtiges Maß. Und so weiter und so fort. Ich habe ein paar, ich glaube, die lassen wir mal weg aus Zeitgründen. Gibt es verschiedene, also mit dem Speicherverbrauch zum Beispiel auch noch was. Was eine Rolle spielen kann, wenn Sie auf einem Gerät arbeiten, was wenig Speicher zur Verfügung hat, müssen Sie natürlich aufpassen. Sie können nicht einfach den Speicher vollklatschen mit Zeug, sondern dann muss man die Algorithmen so fahren, dass sie halt trotzdem funktionieren. Im Wesentlichen führt das aber so zu drei Techniken, die Sie immer wieder sehen werden im Laufe Ihres Studiums, wie man Laufzeit analysiert, ja, oder wie man überhaupt irgendwas macht. In der Informatik, das sind immer so drei große Ansätze. Das ist entweder ein analytisches Modell, also ein mathematisches Modell oder später, wenn es dann, also Komplexitäten, das hat man schon mal so ein bisschen angerissen letztes Mal, dass ich gucke, okay, wenn ich n größer mache, wie verhält sich dann die Laufzeit, quadratisch, n log n, linear und so weiter und so fort. Genau, habe ich mal als Fußnote dran geschrieben. Eine Simulation, ja, also ich habe irgendwie was gebaut, was es mir hilft, Dinge zu simulieren. Das zum Beispiel ist, weiß nicht, eine Wettersimulation. Ja, sie simulieren das Wetter. Das ist nicht identisch mit dem Wetter selber, es ist eine Simulation. Anhand dieser Simulation kann ich bestimmte Sachen sehen, bestimmte Effekte erkennen. Ja, hoffentlich kann ich irgendwas vorhersagen, was ich später auch so genau beobachte in der Realität. Wenn ich was vorhersage, was ich nicht beobachte, dann sollte ich mir mein Modell nochmal angucken, sollte ich mir meine Simulation nochmal angucken und vielleicht überarbeiten. Also ein analytisches Modell ist typischerweise was, was nicht ausführbar ist. Und eine Simulation ist in gewisser Weise ein Modell, was ausführbar ist. Das wäre vielleicht eine bessere Unterscheidung, ausführbar durch einen Computer. Und dann gibt es noch ein Experiment. Das ist typischerweise ein bisschen mehr. Also im Labor, wenn man, weiß nicht, in eine Chemiewelt oder Physikwelt gehen würde, eine Simulation wäre da, ich simuliere einen physikalischen Effekt. Ja, zum Beispiel mit Spielengine. Die haben meist so eine Physik-Engine, die als Schwerkraft simulieren und was weiß ich nicht alles. Ja, das wäre eine Simulation. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Crash-Test mache mit zwei Autos, wie der ADAC das macht, ja, die lassen wirklich echte Autos gegeneinander fahren oder gegen eine Wand fahren, um zu gucken, was passiert. Das ist ein Experiment. Also da wird mit echten Artefakten, mit echten Gegenständen was gemacht. In der Informatik heißt das, ich habe eine echte Software, ich habe wirklich. Alles ist möglich, so wie es in der Realität ist, und ich probiere das Ding aus, mache damit ein Experiment. Und wichtig ist, dass man nicht sagt, okay, eine dieser Verfahren, eine dieser großen Klassen von Techniken, um irgendwas zu analysieren, ist besser als die andere. Das ist Quatsch. Das können Sie auch nachlesen in diesem wunderbaren Buch von Ray Jain. Das ist wahrscheinlich eines der 10 wichtigsten Bücher der Informatik, würde ich immer noch sagen. Also vielleicht ist für Data Science nicht so relevant als für Informatik generell. Aber wichtig ist zu verstehen, wenn Sie später irgendwas analysieren, performancemäßig, qualitätsmäßig, das ist viel wichtiger im DSAI, also zu gucken, wie ist die Qualität von meiner KI, von meinem Machine Learning Modell, dann ist es typischerweise, dass man mindestens zwei daraus nimmt. Ja? Dass man nicht nur eins nimmt, sondern zwei dieser Techniken und dann auch die Ergebnisse miteinander vergleicht. Niemals zu sagen, nee, die eine ist die absolute Wahrheit, ich mache nur analytische Modelle, ich mache nur Simulationen, ich mache nur Experimente, das ist alles Quatsch. Man muss mindestens zwei nehmen und die Ergebnisse vergleichen. Genau. Und das ist nochmal so die Abwägung dieser verschiedenen Techniken.
typischerweise, wenn ich so ein analytisches Modell habe, mathematisches Modell, das ist relativ leicht zu erstellen. Je nach Problem kann es auch sehr schwierig sein, klar. Aber typischerweise ist es noch recht einfach. Simulation ist aufwendiger. Ein richtiges Experiment ist viel, viel aufwendiger. Beispiel wie der Crashtest, ja, ob ich mir nur die physikalischen Formeln hinschreibe, die irgendwie modellieren, was ist die Einschlagsenergie, versus ich simuliere das im Computer, wie zwei Autos ineinander krachen, versus ich lasse zwei Autos wirklich ineinander krachen. Das ist Aufwand, ganz anderer Aufwand. Und das hat aber auch den Effekt, dass beim analytischen Modell ich sehr stark abstrahiere. Also ich bin sehr weit weg von der Realität. Simulation ist da schon ein bisschen näher dran an der Realität. Und Experiment ist natürlich extrem nah dran. Und das führt auch zu diesem Phänomen, dass eine Stärke von analytischen Modellen, wenn ich in einem abstrakten Modell bin, kann ich typischerweise stärker generalisieren. Das heißt, mir fällt es leichter, mit einem analytischen Modell Aussagen zu machen, die über das spezielle Problem hinausgehen, ja, und andere Facetten des Problems beleuchten. Also aus wissenschaftlicher Sicht ist es viel interessanter, analytische Modelle zu haben und Simulationen. Experiment ist auch interessant, kann man auch Aussagen machen, aber Experimente sind meist beschränkt in ihrer Aussagefähigkeit. Nicht immer, aber ganz oft. Das sind so die Abwägungen hierbei. Damit kommen wir mal zurück zu unseren Anfragen. Also wir hatten ja schon verschiedene, diese Punktanfragen hatten wir, und die erweitern wir jetzt auf eine sogenannte Bereichsanfrage oder Range Query. Das habe ich oben nochmal ausgerollt, und der wesentliche Unterschied in dieser ganzen fetten Definition ist eigentlich nur der hier. Wir haben jetzt nicht mehr irgendwie was mit Gleichheit. Wir sagen, ein Attributwert muss gleich C sein und muss gleich 42 sein, sondern wir sagen, hier diese Attributwerte muss in einem Bereich sein. Er muss zwischen L und H, Low und High, liegen. Also zum Beispiel sage ich jetzt, ich will von der Relation alle die Tupel haben, wo der Zoom-Level zwischen 2 und 4 einschließlich liegt. Das wäre eine Bereichsanfrage. Also nichts anderes als dieses Intervall. Alle, die in diesem Intervall liegen. Oder hier alles zwischen 0 und 3, alles, was in diesem Intervall liegt. Und naja, wenn L gleich H ist, dann ist das äquivalent zu einer Punktanfrage, logischerweise. Ja, dann fallen diese Anfragentypen zusammen. Also letztendlich diese Range Query eine viel allgemeinere Anfrage. Man kann das natürlich auch für geschlossene und halboffene Intervalle machen. Haben Sie alles in Mathe schon in der Schule gehabt. Das ist nur Syntax. So, jetzt ist die Frage, was mache ich in meinem Index, wenn ich so eine Bereichsanfrage habe? Ja, also, okay, der Index kann Punktanfragen, haben wir gesehen. Verschiedene, diese Hash-Indexe und dieser Baumindex kann Punktanfragen. Aber wir überlegen uns jetzt mal Folgendes: Was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt so eine Range-Query habe? Wie übersetze ich die? Na, eine Möglichkeit ist ja, ich könnte das übersetzen in ganz viele Punktanfragen. Also wenn ich hier diesen Bereich habe, dann kann ich einfach sagen, ich nehme mir jeden einzelnen Wert aus diesem Bereich raus. Natürlich nur die Bereiche, die in meiner Domäne vorhanden sind. Also DI ist jetzt die Domäne, auf der das Attribut definiert ist. Und für jeden einzelnen Wert, der in diesem Intervall existiert und der ein gültiger Wert in der Domäne ist, da schicke ich jetzt eine Punktanfrage los. Problem gelöst, ja. Das kann ich machen, zum Beispiel hier, wenn ich mir das angucke, von 2 bis 4, kann ich übersetzen in eine Punktanfrage auf Zoom Level 2, Zoom Level 3 und Zoom Level 4. Alles wird gut. Genauso hier kann ich das übersetzen in Xpos 0, Punktanfrage 1, 2, 3, alles wird gut. Das ist aber nur effizient, wenn diese Menge der Werte, das drückt man so aus, also mit diesem... Ja, kennst du vielleicht als Norm irgendwie auch aus der Schule schon. Also dieser einfache Strich, der zählt die Anzahl der Elemente. Ja, das ist die sogenannte Kardinalität. Ja, das sagt mir, okay, in diesem Intervall von L bis H, geschnitten mit der Domäne, zähl mir mal die Anzahl der Elemente, die da vorkommen. Also nur wenn ich möglichst wenige Elemente habe, dann ist das Ganze eine gute Idee, weil ich sonst natürlich sehr, sehr viele Punktanfragen möglicherweise generiere. Also wenn wir uns das mal angucken, wie das aussieht, ich schalte mal wieder auf mein iPad um. Wo ist denn der Stift? Ich hatte meinen Stift noch, genau. Also wenn Sie diese Anfrage hier zum Beispiel übersetzen wollen in Punktanfragen, denken Sie mal kurz nach, wie würde ich denn das machen? Wie würde ich das jetzt übersetzen in eine Menge von Punktanfragen?
Also die Fälle hier unten haben wir gehabt, ja, diesen Fall hier. Ja, das sind die Punktanfragen. Ich kann fragen nach 1, ich kann fragen nach 2, 3, 4 bis 10. Also ich habe hier 11 verschiedene Punktanfragen. Das kann ich auch machen hier für das andere Ding von 1 bis 1000. Da habe ich 1, 2, 3, Punkt, 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 bis 1000, 1001 verschiedene Punktanfragen. Und dass man indexeffizient abarbeiten kann, ist nochmal eine ganz andere Frage. 1000 Anfragen ist schon eine Menge. Hm? Weiß nicht, hängt am Index, aber ich habe es in sehr, sehr viele Punktanfragen übersetzt. Das kann ich mit diesen anderen Anfragen theoretisch auch machen. Ich könnte jetzt hier den ganzen Bereich aufzählen von ADSV bis BSDSGSD als ein Beispiel. Wie auch immer ich das aufzähle. Aber hier wird es jetzt besonders haarig bei dieser Fließkommazahl. Also wenn meine Domäne, mein Wertebereich eine Fließkommazahl ist, ja, und weiß nicht, das ist ja auch, je nach Genauigkeit habe ich da mal so viele Stellen und so viele Stellen, dann müsste ich jetzt ja alle Zahlen, alle Fließkommazahlen im Bereich von, das ist mein Low-Wert, das ist mein Low, ich schaue es mal anders, keine Ahnung, so L, das ist mein Low und das hier ist ja mein High. Ihr müsst jetzt alle Fließkommazahlen in diesem Intervall aufzählen. Ist ja komplett irre. Also kommen ja, weiß nicht, wie viele Millionen Punktanfragen raus. Das kann niemals effizient sein. Ja, also diese Idee, dass ich einfach so eine Bereichsanfrage zerlege in Punkte, in Punktanfragen, einzelne Punktanfragen, das funktioniert manchmal, aber man muss da sehr vorsichtig sein. Deswegen brauchen wir noch andere Techniken, die das machen. Und das eine wichtige Technik ist, dass ich einen Suchalgorithmus nutze, der diese Bereichsanfragen, der damit umgehen kann. Ne? Ein dritter Schritt ist dann, dass ich einen Index so baue, der Bereichsanfragen gut unterstützt. Aber wir gucken uns erstmal diese Option 2 an, was man da machen könnte. Also hier nochmal unsere Bereichsanfrage. Wir gucken jetzt, wir wollen alles haben von im Intervall von 2 bis 14. Und wie setzen wir das um in diesem Fall? Wir gucken uns mal nur dieses Low an, diese 2, und interpretieren das als eine Punktanfrage. Also wir tun also so, als wäre es nur eine Punktanfrage auf der 2. Das heißt, wir machen wieder diesen Algorithmus, den ich in der ersten Stunde gezeigt habe, 2 kleiner 9, also nach da, 2 kleiner 5, nach da, 2 größer gleich 2, also nach da. So, jetzt bin ich an diesem Tupel. Und jetzt weiß ich was? Jetzt weiß ich, alles links davon ist nicht Teil des Intervalls, aber noch Zeugs rechts davon ist, ist Teil des Intervalls bis zu einem bestimmten Punkt. So, jetzt kann ich eine Punktanfrage, eine zweite Punktanfrage laufen lassen mit der rechten Grenze, mit High, mit H, mit 14. Ne? Das ist hier in Rot markiert, ja? Gehe ich hier wieder runter und weiß jetzt, okay, das ist zu diesem Tupel. Und jetzt weiß ich, das Intervall mit den Tupeln, die sich qualifizieren, ist genau zwischen diesen, also einschließlich der beiden Werte 2a und 14b. Alles hier drin qualifiziert sich. Das heißt, ich habe hier nicht direkt die Werte berechnet, sondern ich habe gesagt, okay, das ist die linke Grenze in meinem Index, das ist die rechte Grenze und alles dazwischen qualifiziert sich irgendwie. Das ist eine Möglichkeit, das zu berechnen. Also alle Elemente in diesem Bereich sind Teil des Ergebnisses. Genau. Und jetzt gibt es verschiedene Arten, wie man darauf zugreifen kann. Also die einfachste wäre hier zu sagen, okay, alle Pfeile zu verfolgen in diesem Bereich. Ja, irgendwann komme ich hier unten bei den Blättern raus und das sind natürlich die Ergebnisse des Intervalls. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen und so hätte ich das Intervall berechnet. Was jetzt aber eine bessere Option ist, und das ist zum Beispiel das, was man in Datenbanken macht, dass die Option 3 ist, dass ich dem Index beibringe, Also was hier der Nachteil ist, man muss noch relativ große Bereiche zu dieser inneren Knoten traversieren, gerade wenn die Bäume groß werden. Und das ist aufwendig, deswegen kann man auch den Index geeignet modifizieren. Und das sehen Sie hier. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe ja nicht nur diese Pfeile, die immer von einem Knoten zum nächsten gehen, die Ebene drunter, sondern ich habe auf Blattebene noch die Tupel, da habe ich weitere Pfeile, weitere Verweise eingebaut. Also hier zeigt ein Tupel immer auf das nächste nach rechts. Also hier haben Sie noch eine Verkettung, eine Art Liste auf Blattebene. Und das hat jetzt den Effekt, wenn ich jetzt suche,
kann ich einfach wieder nur die 2 angucken, wie ich das eben auch gemacht habe. Renne runter bis zu diesem Punkt. Ich schlage jetzt aber nicht nach die rechte Grenze, also die 14, sondern auf Blattebene renne ich einfach weiter. Ja, also ich springe also von dieser 2 über diesen Pfeil zur 6 und gucke, ist dann 6 kleiner gleich 14? Ja, ist es, also Teil des Ergebnisses und so weiter. 7 kleiner gleich 14, Teil des Ergebnisses, weiter, weiter, weiter. Irgendwann bin ich bei 17, ist das kleiner gleich 14? Wohl eher nicht. Ist nicht Teil des Ergebnisses, Suche zu Ende. Ja? Diese Methode nennt man Index Sequential Access Method und die ist besonders gut geeignet, um Bereichsanfragen abzufrühstücken. Genau, das ist die Option 3, wie man das macht. Also das ist besonders dann auch geeignet, wenn man einen Datentyp hat, den man nicht aufzählen kann oder vernünftig aufzählen kann. Also der Riesenvorteil dieser Methode ist, ich muss nicht die Bereichsanfrage zerlegen in einzelne Punktanfragen, sondern mache nur eine Punktanfrage mit der linken Grenze und dann renne ich einfach die Blattebene lang, ja, bis ich aus dem Intervall rausläufe, laufe und alles ist gut. Ja, also das sind nochmal die 3 Optionen. Dieses erste, dieses Übersetzen in die Punktanfrage, das ist leicht zu implementieren. Ja, muss ich nur aufzählen. Funktioniert gut, wenn ich wenige Ergebnisse habe, also die Kardinalität gering ist. Das ist aber schlecht, wenn die Kardinalität groß ist oder dieser Bereich auch sehr groß ist, den ich aufzählen muss. Das zweite war diese Range-Aware, also der Suchalgorithmus, der mit der Bereichsanfrage umgehen kann. Das ist ein guter Kompromiss, ja, kann ich sehr, sehr schnell implementieren, das funktioniert okay. Also selbst insbesondere wenn der Index nicht diese Verkettung hat, ja, das war der große Unterschied hier, hier habe ich nicht diese Verweise auf die nächsten Elemente der Blattebene. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Wenn ich den Index nicht modifizieren will, dann muss ich hier den Suchalgorithmus modifizieren. Und genau das habe ich hier gemacht, sodass der Suchalgorithmus mir das alles ausgibt. Aber hier habe ich einen Eingriff in den Index gemacht und das kann haarig sein, weil ich da an verschiedenen Stellen rumschrauben muss. Aber wenn ich das mache, habe ich halt so eine Suche, die einfach nur eine Punktanfrage macht und dann unten auf der Blattebene lang rennt. Und das ist die effizienteste Option, auch insbesondere, wenn man die Speicherhierarchie ansieht, wenn man Range-Anfragen unterstützen will. Ja, wenn man die nicht unterstützen will, braucht man das Ding nicht, aber wenn man Bereichsanfragen unterstützen will, dann ist das die beste Option. Aber man hat halt jetzt diese extra Verkettung und die kostet halt auch ein bisschen was. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zu Google Maps. Das ist ja unsere Applikation, die wir eigentlich angucken wollen. In diesem Notebook hatten wir ja einen Index, der eine Abbildung macht von der ID des geografischen Namens, diese lange Integerzahl, zu der geografischen Position, Länge und Breite. Also es war ein Schlüsselwertpart, schon gesagt. Also wir bilden ab, die ID wird abgebildet auf die Länge und die Breite. Und das ist die Frage, brauchen wir da eine Bereichsanfrage? Da macht das eigentlich wenig Sinn, weil diese IDs, das ist ja so eine künstliche Zahl, die ich jetzt diesem Ort gegeben habe, die fragt man typischerweise nicht in Bereichsanfragen an. Das würde nur Sinn machen, wenn ich jetzt mehrere Orte gleichzeitig anfragen will, die zufälligerweise eine ähnliche ID haben. Was extrem unwahrscheinlich ist, weil typischerweise diese IDs werden irgendwie zufällig verteilt. Und wenn jetzt einer die ID 42 hat, und das ist Saarbrücken, dann kann ID 43, weiß nicht, Peking sein oder sowas. Also die Nähe, dass die ID ähnlich ist, heißt nicht, dass der Ort irgendwie auch geografisch in der Nähe liegt oder irgendwie ähnlich ist. Also Brücken und Peking sind wahrscheinlich schon sehr unterschiedlich. Genau. Also wir wollen noch andere Indexe jetzt bauen, wo eine Bereichsanfrage Sinn macht. Das könnte so aussehen. Also das ist ja genau das, was ich haben will. Wenn ich in Google Maps das eintippe, ich tippe so einen ASCII-Namen ein und kriege dann die Länge, also intern holt Google Maps dann die Länge und Breite, weil es damit natürlich diesen richtigen Kartenausschnitt zeigen kann. Das heißt, ich will zum Beispiel fragen nach Saarbrücken. Ja, gib mir mal die Tupel aus dieser Geonames-Relation, die den Namen Saarbrücken haben. Hier würde ich vielleicht noch ein paar Anführungsstriche drumherum malen, damit es wirklich funktioniert. Also sowas hier. Also wenn Sie hier, kennen Sie an Google diese Suchfunktionalität, der macht Vorschläge, wie ich das ergänze. Also wenn ich zum Beispiel hier sage, was weiß ich, SAA. Ja, je mehr ich tippe, desto mehr ändern sich diese Vorschläge in Google. Ne? Also hier zum Beispiel, keine Ahnung, ne?
Das ist, glaube ich, ein verschiedener, genau, ich glaube, links habe ich in Google Maps eingegeben und rechts habe ich in Google eingegeben. Da werden andere Arten von Vorschlägen gemacht. Und das ist schon eine Art Bereichsanfrage, wenn man so will. Ja, eine Variante davon, das heißt eine Präfixanfrage. Das heißt, ich spezifiziere nicht explizit von low bis high, sondern ich sage alle geografischen Orte, und dann Google natürlich auch anderer Kram, ja, aber alle geografischen Orte, die irgendwie mit SAA anfangen. Und dann sage ich, tippe ich noch ein R, dann SAAR und so weiter und so fort. Und das führt uns zum Begriff der Präfixanfrage. Was ist eine Präfixanfrage? Was ich hier mache ist, ich habe wieder ein Attribut, das ist in irgendeiner Domäne. Und ich habe eine Konstante, die ich aufbreche in Zeichen, in Digits. Ja, also C besteht aus einer Menge von Zeichen. So wie wir es hier gehabt haben. Das Zeichen D0 ist S, ein Zeichen D1 ist A, Zeichen D2 ist klein a. Das ganze Ding hier, das nennt man dann ein Präfix. Ja, die, also hier, das sind C2 heißt, das sind alle Zeichen von 0 bis 2 einschließlich. 0, 1, 2, drei Zeichen SAA, das ist das Präfix. Und diese Anfrage hier nennt man eine Präfixanfrage. Das heißt, es wird nicht nach Gleichheit auf dem Attributwert gefragt, sondern ich will die Zeichen haben, ich will die Tupel haben, wo das Attribut mit diesem Zeichen anfängt. Also ich habe, das ist genau das, was ich hier habe. Da werden die Sachen rausgegeben, die mit diesen drei Zeichen in Google Maps anfangen. Und das ist natürlich die Frage, wie übersetze ich das? Also eine Möglichkeit ist, dass ich das übersetze in eine Bereichsanfrage. Bereichsanfrage haben wir gerade gelernt, können wir schon. Wir versuchen jetzt wieder entlang des Faulheitsprinzips zu sagen, ach nee, ich mache mir da gar nicht große Gedanken. Wenn ich die Präfixanfrage abbilden kann auf eine Bereichsanfrage, ja, bin ich raus, habe ich alles gelöst. Ich muss also nicht mehr jetzt einen neuen Algorithmus auf dem Index überlegen, sondern ich versuche das irgendwie abzubilden. Das machen wir jetzt mal. Also, wenn ich so eine Präfixanfrage habe auf einer Domäne D, die nicht kategorisch ist, nicht kategorisch heißt einfach nur, ich kann das Zeug irgendwie sinnvoll anordnen. Also bei Farben zum Beispiel, das ist kategorisch, blau, rot, grün, kann ich anordnen, okay, vielleicht entlang der Wellenlänge, aber eigentlich kann ich es nicht so richtig anordnen. Dann ist das Ergebnis der Präfixanfrage äquivalent zu der Range Query. Also ich kann einfach so ein Prädikat aus der Präfixanfrage mit diesem Präfix CI, kann ich mir auch so hinschreiben als Range Query. Das ist das Low und das ist praktisch ein High mit einer echten, also was nicht mehr Teil des Intervalls ist. Das ist praktisch ein halb offenes Intervall, habe ich das hier definiert. Ne? CI ist enthalten, CI plus 1 ist nicht mehr enthalten. Also als Beispiel für dieses SAA-Beispiel könnte ich sagen, okay, ich will alle haben von SAA bis SAB ausschließlich. Das wäre die Anfrage, die ich hier stellen könnte. Oder bei Integern könnte ich natürlich sagen, ich habe, wenn ich bei 134 als Präfix habe, nämlich alles von 134 bis 135. Also wenn ich jetzt für alle Integer frage, die mit dem Präfix 134 anfangen, dann bekomme ich ja eigentlich auch solche. Ne? Hier 1.347.000, 13.462, 134. Und das soll angeblich, behaupte ich gerade, äquivalent sein zu diesem Intervall. Das ist offensichtlich Quatsch. Da ist irgendwo ein Denkfehler drin. Vielleicht denken Sie mal kurz drüber nach, was hier kaputt ist. Ja, also ich habe gesagt, ich übersetze das einfach. Die Präfixanfrage auf 134 übersetze ich auf dieses Intervall. Und dann kriege ich alles zwischen 134 und 135, was eigentlich hier nur exakt der Wert 134 ist in dieser Darstellung. Aber ich kriege nicht mehr diese Werte, wo ich, ja, das ist ja auch das Präfix 134, ne? Das müsste ja auch zurückkommen. Oder die 13.462 müsste auch zurückkommen. Und es ist ein bisschen erklärt hier auf der nächsten Folie, was da passiert. Das Problem ist hier, dass ich eine zeichenweise Vergleich annehme. Aber im Beispiel 2 machen wir einen Integer-Vergleich, also echt kleiner, echt größer. Und es funktioniert nicht, wenn man jetzt ja, Zahlen hat unterschiedlicher Länge. Also wir haben ja verglichen, diese
dieses Präfix 134 mit dem Präfix 1.347.000. Ne? Das hat die Länge 7, also 6 plus 1, das ist die Länge. Und wir haben ja hier jetzt diese 1 verglichen mit der 1. Und dann haben wir die 3 verglichen mit der 3 und so weiter und so fort. Das ist die Idee von einer Präfixanfrage. Wenn wir das übersetzen auf eine Range Query, so wie wir es hier gemacht haben, dann funktioniert das nicht. Ja, keine Chance, weil natürlich hier implizit die Annahme drin steckt, dass die alle gleich lang sind und dass immer die korrespondierenden Zeichen verwendet werden. Also das kann ich nicht blind übersetzen. Also diese ganze Übersetzung funktioniert nur, wenn wir eine Zeichenweise, Zeichen für Zeichen wird verglichen, wenn wir das annehmen, aber nicht, wenn wir dann irgendwie auf eine Integer-Arithmetik umschalten, funktioniert das nicht mehr. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Eine andere Anfrage, die eine große Rolle spielt bei Google, das sind die mehrdimensionalen Anfragen. Also das ist einfach nur eine Erweiterung von einer normalen Range Query, ne? Normale Intervallanfrage. Ich hatte ja eine Range, die ich angefragt habe. Was ich hier habe, ist, ich habe mehrere Ranges. Also wenn wir hier mal, wir gucken mal mitten hier rein in die Anfrage, sieht wild aus, aber ganz einfach. Also ich hatte vorher ja, dann gehen wir mal zurück, fangen wir das nochmal irgendwo. Range Queries in genau, hier. Ne? Also hier hatte ich einfach nur diese Bedingung über einem Attribut von L kleiner gleich AI kleiner gleich H. Ne? Über einem Attribut habe ich hier einen Bereich definiert. So, und wenn ich jetzt verschiedene Bedingungen habe an verschiedene Attribute oder verschiedene Dimensionen, wie man dann auch nennt, ja, jedes Attribut wird dann als Dimension bezeichnet, dann habe ich hier so eine Konjunktion. Das heißt, ich habe so eine Bedingung auf einem Attribut, ja, auf AI1, was auch immer das für ein Attribut ist, und muss gelten, Punkt, 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 und so weiter, bis jetzt zum letzten Attribut, auf das ich einschränke mit einer Bedingung. Das heißt, ich stelle dir Bedingungen an mehrere Attribute gleichzeitig. Das nennt man eine mehrdimensionale Bereichsanfrage. Beispiel hier für, ich habe hier eine Bedingung auf X-Position und eine Bedingung auf Y-Position. Also ich nehme alles, wo die X-Position in diesem Bereich ist und zusätzlich die Y-Position in diesem Bereich. Oder hier, was sehr sinnvoll ist, dass ich sage, okay, ich will alles haben, wo die Breite hier zwischen diesen Breitengraden ist und der Längengrad in diesem Bereich. Und das würde jetzt alle Städte selektieren in diesem Fenster, was ja intuitiv enorm viel Sinn macht. Wenn Sie sich überlegen, das ist nach Längen und Breiten organisiert, so eine Karte, und Sie wollen jetzt so ein Fenster, das ist praktisch, was Sie sehen in Ihrem Browser, ja, die wollen in diesem Fenster alle Städte, alle geografischen Namen selektieren. Also das hier ist eine enorm sinnvolle Anfrage für so eine Anwendung wie Google Maps. Und das habe ich eben schon gesagt, also K definiert praktisch die Anzahl der Dimensionen, die Anzahl der Attribute, die ich einschränke. Wenn ich K gleich 1 setze, fällt das wieder zusammen mit der normalen eindimensionalen Bereichsanfrage. Das ist ja nur auf einem Attribut eingeschränkt, das ist eine normale Bereichsanfrage auf einem Attribut. K gleich 1 ist einfach eine eindimensionale Bereichsanfrage. Genau, und was wir jetzt brauchen, das ist unser dritter Index. Wir brauchen Unterstützung entlang der Breite und der Länge. Also wir wollen sowas wissen wie, okay, gegeben eine gewisse Breite und Länge auf einer gewissen Zoomstufe, gib mir doch mal das zugehörige Teil, also diese Grafik, dieses Satellitenbild, was dann dazugehört. Hier nochmal die Breite, sieht so aus, Länge sieht so aus. Genau, das sind die zwei XY-Koordinaten, wenn Sie so wollen. Und darüber brauchen wir jetzt einen Index. Da machen wir, gucken wir uns wieder, ich glaube, wir hatten das Schema schon mal. Das ist jetzt etwas erweitert. Also das sind diese Kartenelemente. Ich habe hier einen Eintrag für jedes Kartenelement mit einer ID, dem Zoom-Level, XY-Position und dann dem Pfad auf dem Dateisystem, wo das hingehört. Wir haben die Zoom-Level von 0, also die gesamte Weltkarte bis Max-Zoom-Level. X ist immer das Kartenelement in X-Richtung. Also wenn Sie nur eine Karte haben, ist das limitiert durch 0, ja, in X- und Y-Richtung. Und dann wird das immer, mit jeder Zoom-Stufe habe ich viermal so viele Kartenelemente, die ich adressieren kann. Genau, und das hatten wir schon mal, das sind die Constraints. Genau, richtig, das habe ich gerade gesagt, ne? Sind die Constraints. So, und wenn man sich das jetzt anguckt,
Und das ist das, wie es OpenStreetMap macht. Das ist eine freie Variante von Google Maps im Grunde, wenn Sie so wollen. Ja, wenn ich jetzt, da kann ich mit anhand eines solchen Schemas, das ist einfach eine Konvention, wie ich meine URL benenne. Ja, also einfach das hier ist das Präfix. Und dann steht hier die Zoom, der Zoom-Level. Dann steht, welches Kartenelement in X-Richtung, welches in Y-Richtung will ich denn haben. Ja? So, rufe ich das Ding auf, kommt das ganze Ding zurück. Boom. Ja? Das ist eine Mercator-Projektion. Also wenn Sie nicht wissen, Unterschied zwischen Mercator und flächentreuer Projektion, googeln Sie das mal. Das ist ganz, ganz furchtbar eigentlich im Grunde, weil hier die Flächen komplett verzerrt sind. Also hier werden, also zum Beispiel Afrika ist viel, viel größer als hier dargestellt und die Antarktis ist natürlich auch nicht so groß. Ne? Das ist eigentlich, aber sieht man leider immer noch. Also Mercator ist eigentlich eine total verzerrende Projektion, aber so ist es jetzt mal. Wollte ich darauf hinaus? Genau, wenn ich jetzt sage, ich will Zoom Level 1 in X-Richtung nach 1, Y 0, dann kriege ich das oben rechts einmal reingezoomt. Ne? Das sehen wir hier, das ist dieses Element praktisch, einmal reingezoomt. Beziehungsweise, wenn ich Zoom Level 1 haben will und die Nase wieder. Genau, dann kann ich praktisch das so adressieren. Hier ist eine relativ hohe Zoomstufe, das ist jetzt Zoomstufe 7, in X70 und dann 44. Kriege ich hier, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ne? Also ich muss praktisch für jede Zoomstufe mir wieder überlegen, welches X und welches Y-Element ich da nehmen will. Also ich muss mir jetzt überlegen, wie übersetze ich denn die Längen- und Breiteninformationen in diese X- und Y-Position, das ist, muss man einmal durchteilen, okay, ist eigentlich relativ trivial, aber ich muss das für jede Zoomstufe separat machen. Also diese XY-Koordinaten, wenn jetzt in einer Zoomstufe, was weiß ich, 70 sind, dann ist jetzt nicht direkt ersichtlich, wie das in der nächsten Stufe aussieht. Ob ich jetzt hochgehe oder runtergehe, ja, dann muss ich immer irgendwie mal 2 plus 1 oder sowas rechnen. Das ist nicht so ganz intuitiv. Also ein Beispiel, das hier ist Budapest, das Teil auf Zoomstufe 7 mit einem Ausschnitt von Budapest. Ja, das ist die 70 hier und hier sehen Sie schon die Regel mal 2 plus 1. Ja. Okay, aber so richtig schön ist das nicht. Ja. Ich muss immer umrechnen, die nächste Zoomstufe und das, also wenn Sie mal probieren, mit dieser URL ein bisschen hin und her zu zoomen, in auf diesem Server und die Kartenelemente zu holen, das ist nicht so richtig intuitiv. Deswegen gibt es was Besseres und das würde ich Ihnen gerne kurz mal zeigen, weil das ist ein, ja, eine sehr schöne und einfache Technik in der Informatik, die das besser macht. Das sind sogenannte Z-Werte, eine sogenannte Z-Kurve, raumfüllende Kurve heißt das auch. Und da gibt es auch noch ein Notebook zu. Hier ist es, Tile Retrieval heißt das, das ist auch im CMS. Also wir benutzen diesen Server wieder, den ich eben schon gezeigt habe. Genau.
Ah, ich bin schon geschaltet. Großartig. Entschuldigung. Also, wir fangen nochmal an. Sorry. Ich muss mich heute so oft schnupfen. Jetzt haben wir es. Was haben Sie denn jetzt verpasst alles? Sie haben verpasst. Genau, ich wollte die Z-Werte erklären. Genau, da war ich stehen geblieben. Ne? Also nochmal Z-Wert. Wir haben die Aufteilung des Raums wieder in so vier Teile, so wie wir das bei Open StreetMap gerade gesehen haben auf der Folie. Ne? Da haben wir auch gesehen, gehen wir mal zurück. Na, hier war dieses Beispiel. Zoomstufe 1 hat jetzt vier Teile. Das obere rechte Teil ist das hier. Hier gibt es praktisch vier Stufen. Ja, wir haben das obere rechte Teil hier runtergeladen hier oben. Ja, genau. So, und wenn man das jetzt, ich nehme die gleiche Art von Aufteilung, das heißt, mit jeder Zoomstufe, die ich runtergehe, habe ich eine um viermal höhere Auflösung, viermal so viele Teils in dieser Ebene. Die nummeriere ich jetzt aber anders. Ich sage jetzt, okay, wir machen jetzt wieder auf das, wo ist das Notebook hin? Ich sage jetzt, wir nummerieren das hier mit 0, 0 binär. Das hier mit 0, 1 binär, das hier mit 1, 0 binär, das hier mit 1, 1 binär. Das kann man auch schöner schreiben, die 1, 1, 1, 1. Ja? Und das heißt natürlich, dezimal ist das hier die 0, das hier ist die 1, das ist die 2 und das ist die 3. Da könnte ich mir jetzt eine Kurve durchlegen. Da könnte ich mir überlegen, okay, blau. Wenn ich mal hier anfange bei der 0, könnte ich mir das so, so, so. Das ist ein Z, deswegen heißt das eine Z-Kurve. Okay? Wenn ich jetzt weiter aufteile, also wenn ich eine Zoomstufe weiter runtergehe, wähle ich das gleiche Partitionierungsschema. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier, nehme mal dieses Ding hier mal, ich muss vielleicht mal wieder auf weiß. Wo ist denn weiß hin? Da ist weiß. So, dann, wenn ich das jetzt hier weiter aufteile, diesen Bereich, dann würde ich hier noch meine Linie so durchziehen und so durchziehen. Und da wende ich jetzt rekursiv das gleiche Partitionierungsschema an. Das heißt, ich sage, okay, ich nummeriere wieder durch von 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Aber weil ich ja schon in einer Partition drin bin, muss ich jetzt dieses Präfix, diese 0, 1, diese Partitionsnummer der grobgranularen Partition, muss ich da vorschreiben. Also eigentlich ist die Adresse von diesem Dings hier, von diesem Teil, wäre jetzt 0, 1, 0, 0, dann kommt 0, 1, 0, 1, dann kommt wieder 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ja, das gucken wir uns jetzt nochmal im Notebook an. Das ist ein bisschen schöner hingemalt, Vorlesung plus C. Also das ist praktisch, wenn ich in vier Teile die Nummerierung, wenn ich jetzt eine Zoomstufe runtergehe, sieht es so aus. Sie sehen das Rot in so einem Block hier, diese obersten vier, was rot ist, dieses Präfix, das ist praktisch die, das Rot alleine ist die Bezeichnung dieses Teils. Ja, wenn ich in vier Teile aufteile, dann haben die alle 0, 0, hier ist überall 0, 0, hier ist überall 0, 1, hier ist überall 1, 0, hier ist überall 1, 1. Und das teile ich jetzt immer weiter auf. Das heißt, ich wende das gleiche Schema jetzt in grün an in diesem Bereich. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Was ich hier im iPad gemalt habe, ist praktisch, ich habe nur das hier aufgeteilt. Wenn wir nochmal zurückgehen, das iPad, ne, ich habe hier oben diesen Bereich aufgeteilt und dann würde sich die Kurve entsprechend ändern. Ich male sie nochmal drüber in grün, sagen wir mal. Also würde ich jetzt von hier nach da gehen, so, 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 so. Ja, also hier hätte ich so ein kleines Set eingebettet nochmal in dieser Partition. Das nennt man eine Z-Kurve. Und das Ding hat ziemlich viele Vorteile und ist sehr schön. Also wir können das jetzt auch nochmal größer malen. Ich kann das beliebig fortsetzen. Ne? Hier kommt jetzt immer, Sie sehen immer das gleiche Muster. Hier, meinetwegen, keine Ahnung, in diesem Block hier. Also hier gilt ja überall, das muss man richtig zählen, hier ist überall die 01, ja? Rot 01. In so einem Block ist immer die 00 für grün. Hier ist die 10 für grün und so weiter und so fort, wird das rekursiv fortgesetzt. Und das sind nur die Codes, wie man sie auch nennt, oder die Schlüssel dieser, dieser Teils. Genau, und das kann ich natürlich jetzt auch malen. Das habe ich hier mal gemacht. Also das ist praktisch die erste Ebene, also da, wo ich vier Teils habe. Wenn ich es jetzt eins tiefer gehe, sieht die Kurve so aus. Ja, also hier haben wir jetzt vier Zs, wenn Sie genau hingucken. Hier sind die vier Zs.
Und diese Verbindung, die muss ich natürlich auch folgen. Ja, also hier sind die vier Sets zu erkennen und dann muss ich natürlich von hier nach da springen und so weiter und so fort. Hier ist noch eine Rekursionsstufe aufgeklappt und so weiter und so fort. Genau. Und was ich hier gemacht habe, ist einfach eine Umrechnung, dass ich jetzt anhand des Z-Codes so ein Teil, also das ist genau jetzt die Navigation, die ich haben wollte, dass ich sage, ich gebe jetzt nicht praktisch diesen X- und Y-Wert an, sondern ich gebe hier einen Z-Wert an, wird entsprechend das umgerechnet und das richtige Teil geladen. Was hat das jetzt für Vor- und Nachteile für die Navigation? Denken Sie nochmal drüber nach, schreiben Sie mal in Discord. Was hat das jetzt für Vorteile beim Navigieren in einer Karte? Wenn ich solche Codes verwende, um meine Kartenelemente zu nummerieren. Ja, also offensichtlich sieht man jetzt ja auch, dass die Teils verschiedener Zoomstufen verschiedene Längen haben. Ja, Zoomstufe 0, wie lang ist denn der Code der Zoomstufe 0? Eine Fangfrage. Ja, was für eine Nummer hat praktisch die Weltkarte, die alles zeigt, die ganze Welt? Was hat die für einen Z-Wert? Z-Code, ja? Verschiedene Namen für das Ding ist der Z-Wert. Keiner eine Idee? Also wir hatten ja die Zoomstufe 1. Bumm. Ja, die sehen so aus. Diese vier fetten Kartenelemente, jeweils ein Viertel der Erdoberfläche. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Da schreibt jemand, die ist zusammengesetzt. Die gibt es nicht. Die ist zusammengesetzt aus vier Teils. Nee, stimmt nicht. Die gibt es auch. Es gibt auch Zoomstufe 0. Nur 0 ist ja schon die kleinste Zahl und die ist links oben. Ja, genau. 0, 0 ist die kleinste Zahl, die ist links oben. Ist richtig, aber das ist Zoomstufe 1. Versuchen Sie das wieder als Zeichenkette zu sehen, nicht so sehr als Zahl. Zahl ist irreführend wegen eines Zahls länger, eines kürzer. Versuchen Sie das als Zeichenkette zu sehen. Ja, eine bestimmte Zoomstufe heißt, für Zoomstufe 1 habe ich zweimal so viele Zeichen. Zoomstufe 1, die sind zwei lang. Ja, Zoomstufe 2, die sind vier lang. Zoomstufe 3, also immer mal zwei. Zoomstufe mal zwei ist die Anzahl der Zeichen, die Anzahl der Bits in dieser Zoomstufe. Ja, Zoomstufe 0, ich weiß gar nicht, ob das heißen kann. Nee, hat es richtig hingeschrieben. Zoomstufe 0, das ist der Code für Zoomstufe 0. Die leere Zeichenkette. Ja, weil ich muss nichts unterscheiden auf Zoomstufe 0. Leere Zeichenkette heißt, das ist die eine Karte von Zoomstufe 0. Das ist der Z-Wert, also der leere String, leere Zeichenkette, wenn Sie so wollen. Okay, das ist die eine Sache. Aber was kann man jetzt noch damit machen? Was ist der Vorteil dieser Repräsentation? Also denken Sie mal an, okay, Sie wollen reinzoomen in eine Karte. Oder Sie wollen rauszoomen. Wenn ich reinzoomen will, das ist das, was ich hier gezeigt habe. Ich bin in diesem Bereich 0,1. Ja? Hier in diesem Bereich. Dieses ganze Ding. So, ja, das ist langsam mit den Farben hier ein bisschen. So. Also wenn ich in diesem Bereich 0,1 schon bin und will jetzt in irgendwas reinzoomen, sei es links oben, rechts oben, links unten, rechts unten, dann brauche ich an den existierenden Z-Code nur etwas dranhängen. Das Präfix, dieses 0,1, bleibt bestehen. Das ist überall gleich, ja, für die kleineren Karten, die unten drunter sind. Das heißt, es geht nur darum, was drunter zu hängen. Und ich muss nur anhand, will ich rechts unten sehen, links unten, muss ich nur das entsprechende Präfix dranhängen. Also wenn ich jetzt nach links unten will, dann hänge ich hier 1,0 dran. Zack, habe ich die richtige Karte. Und es geht bei jedem Wechsel von jeder Ebene zur nächsten Zoom-Ebene immer nur was dranhängen. Wenn ich rauszoomen will, in eine größere Karte, was mache ich? Ich schmeiße irgendwas weg. Also wenn ich jetzt in
0110 bin, als Beispiel, und ich will 1 rauszoomen, dann schmeiße ich einfach hier das Suffix weg, die 1,0, und bin wieder bei 0,1 und habe die richtige Karte. Ja, also ich weiß, das Rein- und Rauszoomen zu den korrespondierenden Tiles, das ist einfach nur, reinzoomen heißt, ich hänge was dran an den Code, rauszoomen heißt, ich nehme was weg. Das ist alles, was ich machen muss. Und das ist eine viel schönere Art zu adressieren, als wenn ich auf jeder Ebene unabhängig das organisiere. Diese Kurven nennt man Z-Kurven. Die wollte ich Ihnen einmal zeigen, weil es ein sehr schönes Konzept ist. Ja, eigentlich aus der Mathematik, aus der Informatik kann man sich jetzt drum streiten. Genau. Ja, ich denke, das ist so alles, was wir heute hatten. Also ich hoffe, Sie haben ein bisschen was gelernt, was diese Arten von Anfragen angeht. Was Indexe angeht, mal hier, also gerade diese Geschichten nehmen wir uns, ne? Gerade diese Geschichten, wie man eine Bereichsanfrage abdeckt, was das alles mit dem relationalen Modell zu tun hat, wie ich einen Suchraum effizient gestalten kann. Denken Sie insbesondere an diesen Übergang von logisch nach physisch, dass Sie das nicht durcheinander bringen, dass Sie das konzeptuell auseinanderhalten. Ja, ich hoffe, Sie haben ein bisschen was gelernt. Es geht am Donnerstag weiter. Dann steigen wir ein bisschen in das Thema Machine Learning ein. Bernd Schiele wird die Vorlesung geben. Angesichts der aktuellen Situation mit den hohen Inzidenzen werden wir vorerst bei online bleiben. Das heißt, Bernd Schiele wird die Vorlesung online geben. Ja, das ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme, die wir jetzt so entschieden haben. Wir sehen uns im Dezember wieder. Da werde ich dann ein bisschen erklären, wie man Machine Learning in Python macht. Bis dahin bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und bis dann. Ciao.